wunderschönen guten Morgen aus diesem wunderschönen Mahmudla. Und ja, jetzt kommen wieder. Oh, die Hintergeräusche sind so laut. Und alles nur Betonklötze. Und wenn ihr so einen Mist runterschreiben wollt, lasst es oder macht es. Aber darauf werde ich keine Antwort geben. Die werde ich einfach rüberschieben und löschen. Habe ich mittlerweile keine Lust mehr drauf, weil ich bin nämlich im Augenblick ziemlich müde. Ich schlafe nicht richtig gut. Warum schlafe ich nicht gut? Ich bin eine Mutter. Ich bin eine, ja, ich bin eine gute Mutter. Na klar, habe ich auch meine Fehler gemacht. Macht jede Mutter. Ich bin aber eine Mutter, die sich bei dem Geschehen, wo im Augenblick hier wirklich überall abgeht auf der Welt, sich ziemlich Sorgen macht, weil ich meine Kinder nicht bei mir habe. Ja? Das mal voraus. Ich bin nicht für irgendwelche blöden Kommentare im Augenblick gut aufgelegt. Sonst lache ich drüber oder schreibe irgendwas gegen oder habe ich keinen Bock drauf. Jetzt zum richtigen Thema. Gestern Ober in einer Sitte. Ich hänge euch das mal alles hinten dran. Und nein, es sind wirklich nicht nur die Russen, die so einen Mist machen. Jetzt, weil dann, das sind ja. Tut mir leid, ich bin auch Deutsche. Sind auch Deutsche, die hier viel Mist erzählen und sich über jeden Mist beschweren, über dass die Frauen hier Kopftücher tragen, dass manche zu angeht. So, da sieht man nur die Augen. Alanya ist nicht Türkei. Und Leute, ich kann es langsam wirklich. Also, es sind nicht nur die Russen. Das war jetzt ein Vorfall. Da war nun mal ein Russe, ja, und. Oder Russin, die sich ziemlich drüber beschwert hat, dass die türkische Flagge da hängt. Irgendwo auf dem Balkon in der Sitte. Es ist 100-jähriges Jubiläum hier. Das heißt, überall, wir haben uns auch, wir haben eine kleine Flagge, die wir immer raushängen. Jetzt haben wir uns aber eine riesige Flagge bestellt, die wir auch raushängen werden. Und wenn man sich darüber beschweren muss, was deren Kultur ist, deren Feiertage ist, ja, dann habt ihr hier alle nichts zu suchen. Wirklich nicht. Ich verstehe. Und dann kam ja jemand abends, der hat dann so eine Versammlung gemacht und er sagt das richtige Wort. Er sagt jetzt zwar, hier sind viele Nationalitäten. Er sagt Russen, Syrer, Deutsche, ne, wo er dann auch anspricht. Und dann sagt er aber, Istanbul am Flughafen fliegen viermal am Tag Maschinen nach Moskau. Geht dahin, setzt euch rein, fliegt zurück. Und das sage ich jetzt zu allen Ausländern. Ja, wenn euch hier was nicht gefällt, ihr müsst ja nicht ganz nach Istanbul tuckern oder hinfliegen. Geht nach Antalya, da heben die Maschinen ab. Fliegt in euer Land, mir ist egal welches Land jetzt. Hier sind so viele Nationalitäten. Gefällt es euch nicht? Also, ich, Türkei ist ein so stolzes Land. Türkei, viele haben hier nicht nur die Flaggen draußen hängen, wenn Feiertage sind. Und ich finde es toll, wenn die stolz auf deren Flagge sind, dass da auch ein Gesetz für gibt, dass die nicht verschmutzt sein soll, nicht auf dem Boden liegen soll und. Wo ich sage, warum gibt es das bei uns im Land nicht? Wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns im Dorf eine deutsche Flagge hingehangen hätte, egal was für ein Feiertag, ja, oder gar kein Feiertag, dann wäre ich gleich beschimpft worden. Ne? Ihr wisst schon als was. Ich möchte es hier wirklich nicht erwähnen. Auf jeden Fall hänge ich euch hinten mal die Artikel dran. Und langsam reißt hier wirklich. Auch bei den Einheimischen, der Geduldsfaden. Und er reißt nicht nur den Russen und den Ukrainern gegenüber. Nein, ich bekomme es mit. Der reißt auch langsam den Deutschen gegenüber. Und dann frage ich mich, woran liegt das? Woran liegt das? Das kommt ja nicht von heute auf morgen, dass der Geduldsfaden so reißt. Und das hat jetzt nicht unbedingt mit dem zu tun, was da überall ringsrum passiert. Das war schon vorher, wo die Stimmen so langsam lauter wurden. Na,
wegen den Deutschen, weil die bekommen mit, wenn ihr über jeden Mist hier meckert. Die fragen sich auch, was wollt ihr hier, wenn ihr nur motzt? Dann geht doch dahin, wo ihr hergekommen seid. Und das ist, die sagen ja auch, es ist egal, welche Nationalität, gefällt euch das hier nicht, wie die Sachen hier ablaufen, ob die Gesetze über Nacht geändert werden, ob die Flaggen draußen hängen, ob man zu ist, also ein Kopftuch trägt oder manche sind ganz zu, ja, wo man wirklich nur die, gefällt euch das nicht, dann müsst ihr das Land verlassen. Und wie gesagt, es gibt alle Nationalitäten. Das sind so deren Worte, ne? Wir meinen, alle Ausländer, alle Nationalitäten, müsst ihr hier konstant motzen, setzt euch ins Flugzeug und fliegt dahin, wo ihr hergekommen seid, weil hier gefällt es euch nicht. Und wie gesagt, ich bin wirklich traurig darüber, dass es ja auch langsam die Deutschen betrifft. Habe ich aber letztes Mal schon mal so kurz drauf erwähnt. Ne? Da wurde ich ja auch direkt so ein Kommentar, ach ja, und Vorurteile, und jetzt erwähnst du die Norweger und Belgier und Holländer und wie sie nicht alle heißen. Und ja Leute, ich erzähle euch das, was ich höre. Ich erzähle euch das, was ich sehe. Und es sind nicht immer nur die, na klar, die übertreiben es extrem, aber mittlerweile fangen die Deutschen auch damit an. Und das ist schade. Denkt dran, wenn ihr einen Gast bei euch habt und der über eure Wohnung motzt, über eure Einrichtung motzt, über euer Essen motzt, was würdet ihr dann zu dem Gast, zu eurem Gast sagen? Genau, wenn dir das hier nicht gefällt, du bist Gast in meinem Haus, du weißt, wo der Zimmermann das Loch gelassen hat. So, euch wünsche ich einen schönen Tag. Ich trinke jetzt erstmal einen Kaffee. Ihr bleibt alle gesund. Und ja, das ist vielleicht auch mein schönster Satz. Oh, manche Leute könnte ich wirklich, ne? Okay. Bis dann. Ciao, ciao. Alanya'nın Oba Mahallesi'nde. Bir sitede balkon demirlerine asılan Türk bayrakları sitede oturan Rusları rahatsız etti. Sitede Rusların balkonlara asılan Türk bayrakları için tepemizde bayrak sallandırıyorlar. İfadeleriyle bayrakların kaldırılmalarını istedi. Rusların bu talebi karşılık bulmazken Türk vatandaşı site sakinleri duruma tepki gösterdi. Milletin aklı bayrağı da laf ediyor. Ne Oğuzhan Bey? Hale bayrak atmış ya, bayraklar atmış. Ne? Hadi ona ne? Ya, bizim bayrağımız. Hadi bizim bayrağımız. Ona da gelmesin. Çok annedim. Bizim bayrağımızdan mı şikayetçi oluyor? Karın hedef gösterdiniz. Bayraklar asıldı bundan beri. Türkiye burası gerizekalı. Talihsiz bir olay yaşandı Alanya'da. Alanya'nın çok eski Güzide bir sitesi burası. Talihsiz bir olay yaşandı. Biz Türkiye olarak, Türkmenet olarak zaten 17 milyon göçmeni bu ülkede misafir etmişiz. Her şeylerine bakmışız. Bütün sağlık harcamalarını karşılamışız. Bizim için Rusmuş, Almanmış, Suriyeliymiş fark etmiyor. Misafir başımızın baş tacıdır. Ama ülkemizin kuruluşunun 100. yılında bayrağımız birilerini rahatsız ediyorsa orada dur deriz. Türk bayrağı kimi rahatsız ediyorsa havalimanları, gümrük kapıları çalışıyor bu ülkede. Gitmek isteyen gidebilir. Burada da bir Rus kendini bilmez, saygısız bir kişi Türk bayrağına
haddi uzatmak istemiş. İstanbul Havalimanı'ndan her gün günde 4 defa Moskova'ya uçak kalkıyor. Buyursun gidebilir, beğenmiyorsa Türk bayrağını. Thank you.